Moin und herzlich willkommen. Trag dein Kreuzchen und sei froh, denn der Heiland will es so. Schon mal gehört? Ein ähnlicher Satz begegnet uns heute im Evangelium. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer Sätze wie diese hört, der könnte manchmal den Eindruck haben, als wenn Jesus da Freude daran hätte, dass wir ein Kreuz tragen müssen, ja sogar, dass er uns ein Kreuz auf die Schultern hat. Ich persönlich glaube das nicht. Aber was ich glaube, ist eben, dass Jesus weiß, dass es Momente gibt in unserem Leben, wo wir ein Kreuz zu tragen haben. Bei Krankheit, wenn es Schwierigkeiten gibt in Beziehung oder im Beruf, dann spüren wir manchmal dieses Kreuz. Und wir merken auch, wie schwer es ist. Und dann gilt es, dieses Kreuz eben anzunehmen und zu tragen. Dazu möchte uns Jesus ermutigen. Aber er sagt eben auch, ich gehe voran, das heißt, er trägt mit, leidet mit. Und das, glaube ich, ist wichtig zu wissen, dass er uns darin eben nicht alleine lässt. Er trägt das Kreuz mit. Aber er ermutigt uns eben auch, dafür einzutreten, dass Menschen nicht unbedingt ein Kreuz tragen müssen, zum Beispiel durch Hass oder Krieg. Diese Kreuze müssen nicht sein. Und er weiß, wovon er spricht. Denn er ist schließlich selber zu Unrecht verurteilt und gekreuzigt worden. Also, tragen wir die Kreuze im Leben von Menschen mit, aber tragen wir auch dazu bei, dass es immer weniger diese Kreuze gibt, zumindest da, wo wir die Möglichkeit haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Und zugleich an dieser Stelle möchte ich Ihnen sagen, dass ich vorerst keine Videos mehr machen werde, einfach eine kurze Pause mache. Danke, dass Sie mir gefolgt sind in all den Wochen und Monaten. Ihnen einen schönen Sonntag. Ihr Pastor Christoph Winkeler.